Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der Marsch. Wir machen jetzt weiter mit Feld Nummer 19 und werden das auch zu Silage machen. Erst hängen wir hier und vorne können wir getan lassen. Der Anhänger steht da drüben. Den holen wir wieder ab, den großen. Ne? Und dann werden wir hier links den anderen vollfahren. Hier rechts ist der berühmte grüne Streifen. Das gibt Probleme. Aber wie gesagt, nach Möglichkeit werden wir den Kehrer nehmen und dann wegnehmen, dann können wir es trotzdem verwenden. Aber ist halt so, ne? Ich weiß nicht genau, ob das so auch so gewesen wäre ohne Verteiler. Ich weiß es nicht. Kann man nicht sagen. Möglich wäre es, ne? Werden wir heute nicht mehr testen können, müssen wir halt noch ein bisschen warten. Die nächste Silage ist ja nächstes Jahr geplant und da werden wir es nochmal probieren. Ohne den Verteiler. Ja. Aber der Verteiler ist schon mal nicht schlecht. Ne? So. Hoffen wir mal, dass heute gut überstehen. Ohne Absturz. Normal. Ja, denken wir schon. Ja, wenn ich daran denke, also Preise, BGA, immer so billig. Das ist mir jetzt ein bisschen spanisch hier, dass es so langsam geht. Wir wollen Preise gucken und nichts geht. Vielleicht erholt er sich noch ein bisschen, wer weiß. Natürlich schlecht, ne? Mir gefällt es gar nicht. Müsst ihr mal das Spiel immer mal starten. So. Schauen wir mal. Heu, Silage. Ja, 270, ändert sich nicht. Mischfutter, Gärtnerei 101. Ich weiß nicht, warum es so ist. Keine Ahnung. Vielleicht, ein bisschen warten, bis sich die Preise erholt haben. So, da haben wir schon mal. Im Prinzip wollte ich ja Schulden zurückzahlen, aber jetzt trauen wir gar nicht dahin zu kommen. Ah, doch, geht. Aber irgendwas stimmt nicht. Leihen geht so nicht. Und zwar zahlen wir bis auf 100.000 zurück. Zum einen, um die Zinsen ein bisschen einzusparen, zum anderen, um uns das nicht verleiten zu lassen. Ne? Jetzt hätten wir so also einen Spielraum von 400.000, aber die Malzfabrik kostet ein bisschen mehr als 400.000. Gut, die BGH wird noch mal und um die 400.000 einbringen. Ich schätze mal, die Schweine, das dauert noch eine Weile, wollte ich eigentlich für Dings nehmen. Für Schlachterei, aber das sehe ich schon schwarz. Gut, man könnte so Trikale verkaufen, ne? Aber dann müssen wir warten bis zum Frühjahr. Sonst, ja, ich habe neue Kursplay-Version, ne? War vielleicht ein Fehler. Aber das kann ja nicht sein normalerweise, ne? Also. So, 9 Meter. So ist ganz gut normalerweise. So, mal ranfahren, ne? An den Bruder, Bäume. Aber innen sich auch blöd. Komm, habt ihr nicht so. Wir schubsen hier.
Also nicht bescheiden, jetzt die ersten Meter zu fahren. Habt doch kein schwimmendes Fahrzeug, wo der Rahmen noch nicht flach ist, ne? Kommen wir klar. Ja, die erste Runde ist ein bisschen blöd, aber ansonsten geht das schon irgendwie. Das Feld hat mir gekauft, das war ausgesät. Gedüngt ist glaube ich 100%. Flügen müsste, na gut, flügen müssen wir noch meistens so oder so. Meistens. So, wieder wählerisch, du. Ach so, war da eigentlich. Da wird eng. Da kommt die Brücke. Wie voll sind wir aktuell? Wahnsinn. Mit Schwung. Ja. Fahr weiter. Was soll ich hier fahren? Fährst du lang mit mir? Noch folgte. Hauptsache ich kipp mich um. Wer hat hier den Deich gebaut? So, wir müssen irgendwie hoch und dann. Langsam, aber sicher. So. Auf geht's. Ja, ein bisschen kompliziert, aber gut. Ja. Junge, was habe ich so viel Wiesen gemacht? Können wir mal umflügen, ne? Beziehungsweise neu aussehen. Na, na. Das bleibt jetzt so. Wir müssen nur sehen, dass die Brauerei in Gang kommt. Also, dass wir jetzt endlich mal Moos machen können. Vielleicht können wir auch noch gut im Winter Pellets kaufen. Unseren guten Heizstoff. Unseren schönen Strom verwerten dafür, den wir eingefahren haben. Ein bisschen Strom haben wir noch im Lager. Also, das könnte man auch ganz gut verdienen über den Winter, und dann könnten wir sehen, wenn er schön kalt ist, dass die hohe Nachfrage nach Heizstoff da ist, und dann können wir sehen, ob wir über die Runden kommen, ne? Ansonsten haben wir echt ein Problemchen. Naja, Problemchen. Ja. Muss die Produktion halt ein bisschen warten, ne? Und die Brücke vor allen Dingen. Die Brücke wollte ich machen, aber brauchen wir Kieswerk, Zementwerk, ja. Ja, aber mal sehen. Und wenn wir keine Silage verkaufen,
Leider gibt es hier für den Mist auch nicht so viel. Muss ich mal schauen, ob wir hinkriegen. Also. Also das, ja, wollte man, na, guck ich mal nicht nach. Also das Gras und Kraut wächst. Also das Gras nicht. Ach, unsere Schweine. Ja, die werden auch garantiert wieder fällig werden, ne? Also futtermäßig, glaube ich, haben sie halt noch gut. Oh, ja. Nee. Oh, nein. Die Schweine, die fressen uns die Haare vom Kopf. Also wenigstens sauber. Der eine nicht. Wieso ist der eine nicht sauber und der andere alle sauber? Das verstehe ich nicht. Und der untere, Sauberkeit, da muss ich handeln. Ich muss handeln bei den Schweinen. Schweine sind mir mistig. Müssen wir gleich los, Schweine. Ne, und ihre Anlage hier, Wahnsinn. So, wenn ich da rangehen, Sound werden vom Traktor, besten Innenansicht machen. So, da bin ich ja gespannt, wie es hier aussieht, ne? Ob die auch undicht ist. Hier machen wir ohne Teile. So. Machen wir erstmal eine Bahn. Ja. Wie sieht's aus? Sehr schön. So, Schweine. Ja, Cosplay. Kannst viel vergessen dafür. Da hast du mehr Arbeit hinterher als vorher. Muss ich mal schauen, dass ich gleich die Schweine mache. Ich glaube, hier war. Oder war da schon hier drüben? Unser kleiner Radlader. Und der war auch mistig. Ups, also ja. Denn hier war auch mistig. Weiß ich warum. Die anderen Stellen sind sauber. Selbe Mod. Fast am selben Tag platziert. Ups. Also bitte nichts mit aufnehmen. Sauber. 8%. Die werden so ein E-Fahrzeug nicht schlecht, ne? Besser für. Wird Luft, ne? Ah, haben wir nicht. Zeige es hier mit Futter. Wieso nicht? Gut. Jetzt fahren wir gleich rüber zum großen Stall und der ist nämlich extrem verdreckt. Und dann werden wir die alle Ställe komplett füttern. Und dann gleich Wasser gehen. Wasser wäre nicht das Problem, Wasser hätten wir zur Not über Pumpe. Aber was wir machen müssen ist Tiere umstallen. Ne? Also das müsste auch noch gemacht werden. Können wir auch noch morgen machen, das ist nicht das Problem. Wir brauchen noch 88 Tiere und das wollen wir mal sehen, dass wir hinkriegen. Kriegen wir auch hin.
Aber die Tiere müssen sauber sein, sonst werden die krank. Und dann können sie auch sterben. Das wollen wir nicht haben, ne? Das ist alles Kosten, ne? Aber Schweine haben wir viel. Daran denke, im Frühjahr können wir schon. Naja, im Frühjahr, jetzt haben wir Herbst. Ja, Anfang Sommer denken wir, die ersten Schweine soweit sein. Wenn sie 100 Kilo haben, die eine Sorte 150 ungefähr, ja. Dann müssten sie aber die Schlachterei leisten können. Ja. Wird schwierig werden, aber gut, mal sehen. Vielleicht können wir schon Bier verkaufen. Dann geht's. Dann können wir es gleich machen. Also Heizmaterial, Leerpaletten verkaufen, ja. Schau mal. Sei mal optimistisch. Wird schon werden. Stehen noch einige Bäume im Wald, ne? Sauber. 14%, 21%. Diese Schweine haben wieder Sauerei gemacht. Aber Gott sei Dank, dass das auch verwertbar ist, dass es Schweinefutter ist. So, gut, den können wir gleich hier stehen lassen. Aber das kommt deswegen. In Anführungszeichen. Weil die so viel sind. Die Ferkel sind einfach da. Aber kann man nicht erkennen. Ne? Das ist aber ja mal schade. Ne? So, kriegen sie ihr Wasser. Muss man ganz kurz Sprint anschalten. Huch, war das nass. So, Futter geben gleich. Sportlich wie wir sind. Oh, die Folge ist rum. Ja, so muss es sein, muss klar auf Lach gehen. So, liebe Show, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann sage ich immer Tschüss und Schau. Ja, man sieht sich dann vielleicht zunächst mal wieder. Und dann geht es weiter mit Fütter und später mit Mais. Tschüss.